Roland Adelswisser-Adrowitz meldet sich aus London. Das Wetter ist hervorragend, ein wunderschöner Frühlingstag hier im April. Die Krönchen hängen in den Bäumen, die Stadt ist geschmückt. Die Queen hat den 86. Geburtstag, kein runder Geburtstag. Deshalb haben sich auch nur Staatsoberhäupter aus Ländern angekündigt, in denen die Krone noch etwas gilt. Da hat sich natürlich auch Österreich angesprochen, gefühlt. Und man probt hier heute die Übertragung in Dolby 37.1. Die Mikrofone sind in der Stadt verteilt. So, komm, Weibel. Jetzt kommt's. Mhm. So. How do you do? Hello. Queen Elizabeth II. Fischer Heinz, the number 1. I greet you very heartily. Yes, hello. So, did you have a nice trip? Was a trip? No, ich hab nichts genommen beim Fliegen. Aber Sie kennen sich das, Your Royal Highness. Ne? Have a seat, was? Please. Weibel, wir kriegen einen Sessel, schau. Die alte Schachtel bitte, und ich nehme mir den Sessel da. They will fit super into our saloon in the Josefstadt. Herr Präsident Fischer, ein furchtbarer Fauxpas, der Ihnen hier unterlaufen ist in London. Hat man Sie nicht gebrieft davor? Die Wellen der Empörung sind hochgegangen. Was ist da wirklich passiert? Ich kann mir das ja gar nicht vorstellen bei Ihnen. Sie müssten doch diplomatisch vorgebildet sein. Was heißt vorgebildet? Ich bin übergebildet, fast schon eingebildet, ne, diplomatisch. Das Problem ist, bei mir zaubert so ein jedes Wort wie von selbst auf die Zunge heraus. Es ist quasi ein permanenter Dancing-Star auf meiner Zunge. Ich kann einfach nicht zuerst denken und dann reden, sondern zuerst reden und dann nachher passiert. Wussten Sie, dass man nicht zu sprechen beginnen darf, bevor man von einem gekrönten Haupt dazu aufgefordert wird? Wir probieren das jetzt. Ich bin die Queen, ich habe Sie nicht aufgefordert zu sprechen und Sie müssen schweigen. Also, jetzt halte ich's nicht mehr aus. Hello, Queen, how do you do with the Gummischuh? My name is the Fischer. Der Fehler war, Sie haben gleichzeitig die Luft angehalten. Sie müssen sich jetzt entschuldigen in England. Aber der Engländer ist eigenartig. Er meint immer etwas anderes, als er sagt. Wenn er sagt, that sounds very interesting, dann ist er gelangweilt und man langweilt ihn mit dem, was man sagt und muss dabei aufpassen. Ja, das klingt sehr interessant, was Sie da sagen. Ne? Aber wenn Sie wollen, dass ich mich entschuldige, dann entschuldige ich mich halt hiermit bei the Queen. Und ich möchte aber schon sagen, es ist mir eigentlich Bovidl, ne? Weil wir Österreicher sind eher ein eigenes Land und solange bei uns die Fahne noch hängt, dort wo sie hingehört, ist alles in Ordnung. Also dementsprechend geht's uns cool. Jesus. Margit! Maschek, meine Damen und Herren!